Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC TV. Ich freue mich, dass Sie wieder einschalten. Mein Name ist Jochen Schanzl. Ich möchte Sie über die nächste Handelsstunde durch selbigen begleiten. Dieses Format versteht sich als Trader-Ausbildung und Live-Analyse, das, was Sie lernen können über die Playlisten und die Erklärvideos dort, CMC Trading IQ. Und ja, da gibt es Erklärvideos bei uns auf dem YouTube-Kanal in dieser Playlist. Da können Sie die Grundlagen dessen lernen, was ich hier live dann am lebenden Objekt sozusagen im Live-Handel anwende. Zunächst einmal das Big Picture. Wie sind wir unterwegs im DAX? Nun haben wir eine Schulter ausgebildet. Die haben wir nach oben aufgelöst, nochmal bullish retestet. Und ja, gestern dann eben ein höheres Hoch, ein Breakout. Das ist das, was man erwartet, wenn man einen Aufwärtstrend sieht, dass höhere Hochs kommen. Gestern kam eins, sodass wir nach wie vor das Ziel aus der inversen Schulter-Kopf-Formation berechnet aus der Höhe vom Kopf bis zur Nackenlinie nach oben projiziert. Da kommen wir raus im Bereich von 11,7. 11,7 gleichzeitig hier dreimalig, hier im letzten Jahr wichtige Tiefs, die wir dann gebrochen hatten, nicht zurückerobern konnten, noch mal bärisch getestet haben. Und jetzt ist dann demnächst in den nächsten Tagen, Wochen, Zeitziele immer schwierig zu bestimmen, ein weiterer Test denkbar. Das ist das, was so ein bisschen eine Sogwirkung hat für den Gesamtmarkt, dort wieder noch mal dran zu gehen, um zu gucken, okay, sind wir denn übergeordnet bärisch unterwegs, würde sich der Abwärtstrend dann fortsetzen, wenn wir einen bärischen Test bekommen, wie das hier. Ja, wo wir also so eine lange Lunte haben und dann kommt hier ausgehend von diesem bärischen Test, kommt ein Fehlversuch, ein höheres Hoch zu machen, dann haben wir ein tieferes Tief, dann wird das nochmal abgeklopft, oh, wirklich, wirklich, und dann gibt es den Ausverkauf. Die Frage stellt sich und wird sich dann stellen, wenn wir in diesem Bereich vordringen. Kommt ein bärisches 1, 2, 3 oder wird dann eben das 1, 2, 3 nicht aktiviert? Ja, also irgendeine Art von Abpraller kann man mal zumindest zugrunde legen, dass der kommt. Und dann ist die Frage, okay, machen Sie ein tieferes Tief? Wenn nicht, dann könnten wir einen Break in Richtung 12.000 bekommen und da dann mal gucken, ob wir dann die 11.695 halten. Das ist so ein bisschen die größere Richtung für den Markt. Ganz spannend hier nochmal Wirecard. Wir sind zwar noch einen ganzen Schluck davon entfernt, aber wir haben bei Wirecard das Kaufsignal, das reinkam eben mit der BaFin-Verfügung, Verbot von Leerverkaufen in der Wirecard, damit ein ABC, ein 1, 2, 3 Trendwendemuster, ein Boden ausgebildet. 187 ist da jetzt ein wichtiger Punkt. Sollte man da zurücklaufen, wäre das das, was man eben erwarten kann, wenn man ein 1, 2, 3 Trendwendemuster sieht. Also 187, wichtige Unterstützung. Dort kam durch die BaFin das Kaufsignal rein. Sollte man das nicht halten können, könnte es dann nochmal einen Rutsch geben, knapp unter 100, an dem Punkt B, wo die Aktie zuvor vor der BaFin-Verfügung ein Unvermögen zeigte, ein tieferes Tief auszubilden. Also das sind die beiden Handelsmarken für die Wirecard-Aktie. 1, 2, 3 Tief in der Wirecard. Den Chart dazu stelle ich Ihnen ins Chartforum, da haben Sie dann Zugriff drauf, wenn Sie über Marktpuls Chartforum draufklicken und dann Beitrag ansehen klicken und dann diese Analyse beibehalten. Dann haben Sie die auch in Ihrem Demo oder Live-Konto und haben da eben Zugriff drauf, können damit dann arbeiten. So, jetzt halten wir die Lupe auf den Markt drauf. Die Makroperspektive habe ich Ihnen gerade gezeigt. Das übergeordnete Bild, DAX versucht sich gerade an einem Opening Range Breakdown, das heißt nach unten, Handelsspanne 8 bis 9 Uhr, FDAX, Grenzen 4,84, 4,41, dazwischen trendlos, aber mit jedem tieferen Tief und jedem höheren Hoch außerhalb dieser Grenzen grundsätzlich möglich. Also wenn 1, 2, 3 Trendwendemuster bekommen, so etwas hatten wir gestern, dann ein schönes tieferes Tief gemacht, wenn ich mich recht entsinne, und dann daraus ein 1, 2, 3, das uns dann eben nach oben katapultiert hat. Damit dann auch schon guten Morgen in die Runde. Ich muss mal den Chat neu laden, weil der hängt bei mir gerade ein bisschen. Ich kann also nichts lesen, was ihr gerade alle schreibt. Morgen an Philipp Kurz, Mario Bichler, Martin Kroll, Raphael, Mario Hamann, die Uli, Thomas Lomax,
Tom Kunte, Klaus Broscheid, Mario L., die Baumfee, Luna Rausch. Servus, schön, dass du wieder mit an Bord bist. Freaky Deli, schönen guten Morgen, Sam Sam, Stefan J., Tino B., Werner Rade, guten Morgen. Stefan M., servus. So, gibt es einen Opening Range Breakdown, der bestätigt ist? Müssen wir jetzt drauf warten. Marc versucht das immer noch. Kann aber jetzt auch mit einer unbestätigten und einem fehlenden tieferen Tief auch ein 1, 2, 3 ausbilden. Ja, also so eine Geschichte wäre valide für dann möglicherweise folgenden Anstieg. Wow, Peter, schönen guten Morgen. Alex Meissner, Brigitte Fischer, servus, guten Morgen an euch alle. Schön, dass ihr wieder mit einschaltet. Hier unten die SMA 200 auf 5-Minuten-Basis verläuft heute bei 4,28. Haben ein tieferes Tief, damit unmittelbar das 1, 2, 3 nicht mehr möglich. Und jetzt ist die Frage, ob wir eben den Ausbruch bestätigen mit einem Schlusskurs unter 4,37. Lothar A., schönen guten Morgen. 437 Signalkerzen tief. Schlusskurs darunter bestätigt den Opening Range Breakdown. 428 erste Orientierung. Gestern das erreichte 406er Ziel, die 1,618. Wichtige Geschichte aus dem Tageschart vom DAX. Dort haben wir ein 1, 2, 3 Trendwendemuster. 1, 2, 3 Trendwendemuster. 1,618er Extension ist genau die 406, die wir hier unten sehen. Die haben wir gestern erreicht. Zur Freude der Bullen, haben jetzt einen bestätigten Opening Range Breakdown. Das Ziel daraus wäre jetzt möglicherweise eben die 406, möglicherweise 3,99, was eine 100% Projektion von der Größe von der Vorbörse ist. Also Spanne zwischen 8 und 9 Uhr. Um 100% nach unten projiziert, da käme man dann raus bei der 3,99. 3,92 ist aus dem Tageschart eine wichtige Unterstützung. Also hier unten Support-Cluster. Also ein Stapel aus Unterstützungen. Und jetzt fortlaufend einfach mal drauf achten, bekommen wir hier markttechnische Probleme. Wird das gechallenged, wird das herausgefordert von den Bullen? Herausforderung wird heißen, er geht jetzt hier auf ein höheres Hoch. Herausforderung würde heißen, er macht hier ein 1, 2, 3. Ja, und stabilisiert sich dann. Die Bären kriegen nicht ihre Auszahlung, dann gibt es einen Squeeze, dann werden die rausgestoppt, gibt es einen Stop Run. Oder verläuft das hier völlig entspannt für die Bären, so wie es bisher tut. Einfach ein tieferes Tief, irgendwelche Rückläufe, wie jetzt an die Signallinie. Nichts Aufsehenerregendes. Und wir müssen eigentlich dann, wenn hier die Erkenntnis da ist, okay, wir schaffen die 437, die Signallinie, nicht dann auch tiefere Tiefs folgen. Grundsätzlicher Hinweis zum Ansatz, wie man tradet. Man kann hier Traden aus dem Chart machen. Heißt, ich kann hier mein Stop, mein Entry ja, im Chart als Market Order machen. Dann kaufe ich halt das, was gerade da ist, was der Markt mir gerade anbietet.
Grundsätzlich habe ich aber auch die Möglichkeit, dass ich sage, will ich nicht. Moment, ich stelle das mal kurz ein, 4, 3, 7. Ich will nicht per Market Order da rein, sondern ich möchte, dass ich per Limit Order in den Markt reingehe. Ja, das ist jetzt keine Empfehlung für L437, aber irgendeinen Kurs eingeben, ja, was weiß ich, 12.000, ja, das ist der Betrag, den ich die ganze Zeit eingebe, jetzt verstehe ich das. 11441, so, jetzt funktioniert die ganze Geschichte. Also, ich kann ja per Limit Order reingehen, so, das wollte ich Ihnen zeigen. Genau, also per Limit Order. Ich kann also sagen, okay, wenn der Markt, wo könnte ein guter Einstieg sein? Hier oder hier oder hier. Vielleicht an dem davor gemachten Hoch. Ich will da rein. Ich will zu diesem optimalen Preis rein. Ich will nicht jetzt rein. So, ich will, dass der Markt in meine Richtung geht. Und dann setze ich das und vielleicht auch mit einem sehr engen Stopp, wenn man erwartet, okay, entweder testet er das oder er testet es nicht. Ja. Also entweder scheitert er, entweder kommen dort Verkäufe oder ich liege halt falsch und dann werde ich ausgestoppt. Und dann muss ich es halt nochmal probieren. So eine Geschichte hatten wir gestern und haben wir jeden Tag immer wieder bei Apple. Apple gestern ein schönes 1, 2, 3 gebastelt. Am Top. Und das ist ein Punkt, wo ich reingegangen bin, Short. Also mit Limit Short Order direkt hier am Tief. An dem Hoch. Und der Markt war hier unten, als ich die Order aufgegeben habe. Ich habe also gesagt, okay, wir haben ein 1, 2, 3. Wir haben das hier getestet. Den Punkt B konnte man nicht überschreiten. Dann hat er ein schönes tieferes Tief gemacht, hat die Fibos erreicht. Und hat mir gesagt, okay, wenn er zurückläuft, dann gehe ich da rein mit dem Stopp knapp über diesem Hoch von hier. Also 5 Cent Stop. Oder sowas war das. Das heißt, entweder die kommen hier wieder und challengen die Geschichte nach oben oder sie prallen ab, was es tat. Da kam richtig Volumen rein, richtig Verkäufe rein. Ja, und das war dann eben der Punkt, wo es eigentlich schon entschieden war, aber es ist halt nochmal zurückgelaufen und dann kann man da draufhauen. Mit einem engen Stopp. Und das tut man nicht, indem man da wartet und dann in dem Moment irgendwelche Knöpfe drückt, sondern im Vorfeld eine Short Order genau an diesen neuralgischen Punkt setzen. Ja. Ist eine ziemlich entspannte Geschichte, weil in dem Moment, wo ich ausgeführt werde, kann ich dann gucken, okay, die Trades, die funktionieren, laufen relativ schnell in Gewinn. Und dann setze ich einen Stopp auf ein Entry und lasse das Ding einfach laufen. So, jetzt haben wir hier einen schönen Bounce, Impuls, aus dem mehr werden könnte. Wieder 1, 2, 3 beachten. Justin Dirks, schönen guten Morgen. Peter Nägel, servus. Mare Manu, guten Morgen. So, jetzt aufpassen, ob er hier über 445 kommt.
der S&P müsste halt hier oben über die 93, das ist noch ein ganzes Stück. Also S&P bestätigt hier nichts in Richtung Bodenbildung bisher. Deswegen wäre auch die 445 und Aktivieren von einem 1-2-3 Boden hier im DAX zwar für den DAX gesehen valide, aber unbestätigt, damit dann heikel. Solange Status heikel wäre, solange wie der S&P hier die 93,26 nicht überschreitet. Wenn er es überschreitet, haben wir auf beiden Seiten ein 1-2-3 im S&P dann in Form von einem Doppelboden. Weil für die 2 nochmal an den Punkt, den Tief von dem Punkt 1 zurückgeht. Ralf Mandl fragt, meine Frage, was ist eine Trompetenformation? Ja, Trompetenformation. Kann man auch, ich habe auch schon mal Megafon-Formation gehört. Das ist dann immer, wenn man Sachen, die es schon ewig gibt, einfach einen neuen Namen gibt. So tieferes Tief im DAX, damit die 1-2-3-Geschichte erstmal nicht mehr möglich. 406 hier, also alles unchallenged sozusagen für die Bären. Die Shorties, die sitzen da drin und warten und trinken Kaffee oder was auch, oder vielleicht Tee, keine Ahnung, was man so als Bär trinkt. Auf jeden Fall, was ist eine Trompetenformation oder Megafonformation? Kurze Exkursion dazu. Das Bild ist jetzt gleich weiß, nicht erschrecken. Also, wenn ich eine Kursbewegung habe, die zunehmende Amplituden hat, dann habe ich ein Broadening Wedge. Ja. Und da gibt es dann ein Hoch 1, Hoch 2, Tief 1, Tief 2, und wenn man die fertig gezählt hat, dann kann ich den Breakout dadurch bestimmen, dass ich am, jetzt wollte ich, dass das eine andere Farbe hat, warum hat es das nicht? Dann kann ich den Breakout damit bestimmen, dass ich eben warte, ob Hoch 2 oder Tief 2 überschritten oder unterschritten wird. Hier ist jetzt schon überschritten. Das hat beim Nasdaq im letzten Jahr, wer sich daran erinnert, da hat man ein Broadening Wedge nach oben. Das ist dann der Breakout und ich kann dann eben die Höhe zwischen Hoch 2 und Tief 2 nach oben projizieren als Ziel für den Breakout. Es kann aber auch sein, dass der Breakdown kommt, ja, dass wir also hier drunter schließen. Und dann kann ich die ganze Geschichte nach unten machen. Das ist ein Broadening Wedge, also eine Kursbewegung, die zunehmende Schwingungen hat, zunehmende Volatilität. Das ist das, was das ist. Also ein Pattern. So, jetzt gehe ich hier mal vom Tagesstart wieder weg. Da sieht man nämlich gar nichts. Philipp Kurz sagt, als Bär trinkt man Red Bull. Okay. Gut.
Alex Meissner, ich war ganz kurz am Telefon, deswegen war hier der Ton weg. Sorry for that. Wir haben Einkaufsmanager-Index aus Frankreich bekommen, das stärker ist als erwartet, 51,4 versus 51 erwartet. Beim Manufacturing, also bei der Komponente der herstellenden Industrie und dann die Dienstleistungskomponente bei 49,8, bei 48,7 ist erwartet worden. Besser als erwartete Daten. Der britische Kanzler Hammond sagt, die UK macht Fortschritte bei der Findung einer Übergangslösung für den nordirischen, die Backstop-Lösung. Das ist der springende Punkt, warum Theresa Mays Brexit-Plan nicht durchgeht. Der Mr. Speaker dort immer wieder für Ruhe sorgen muss. Ja, der Mr. Speaker ist echt legendär von Boss Mega, schreibt das gerade. So, wir haben jetzt einen schönen Impuls, was uns die Möglichkeit gibt, hier nochmal 1, 2, 3 ins Auge zu fassen. Wie gesagt, hier immer noch unbestätiger, der S&P muss hier über die 93, aber dennoch hier nun mit dem Überschreiten von, ich brauche wieder eine rote Farbe, sonst sieht man hier nichts, überschreiten von der 450 ungefähr, das genau zu machen, überschreiten der 448,89 auf Schlusskursbasis M1, würde ein 1, 2, 3 Trendwendemuster aktivieren, dann hätten wir hier unten die 200er SMA getestet auf M5-Basis. Huckleberry Finn, schön, du greifst meine Apple-Geschichte auf. Ich habe gedacht, es interessiert niemanden, deswegen habe ich hier wieder aufgehört. Warum greife ich die derart auf? Nun, also wir haben ja hier die Eröffnung, wo ist sie? 15.30 Uhr. Also keine Ahnung, muss hier irgendwo sein. Also wahrscheinlich hier mit Gap. Die 1-Minuten-Kerzen bei uns sind immer vom Closed gestern bis hoch. Wenn man sehen will, wo die Eröffnung ist, muss man auf M5 gehen. Aber egal, wir haben hier einen Anstieg und irgendwo prominent kommt er dann plötzlich nicht mehr weiter und macht hier 1, 2, 3. Hier oben, nun, das war prominente Geschichte, wo eben auch der Gesamtmarkt schwächer geworden ist. Also ich habe immer einen Blick auf den Gesamtmarkt, also sprich auf den S&P. Und wenn der anfängt, nach oben durchzuziehen, dann wird die Apple nicht deutlich fallen, außer es gibt irgendwelche schlechten Nachrichten. Gestern war aber dann so, wie es eben in den Tagen davor auch war, dass wir irgendwie so ein Flatline hatten dann, also eine schöne Phase und dann eigentlich so ein Seitwärtslaufen. Und wenn wir dann nach so einem starken Lauf einen 1, 2, 3 haben, dann ist das spannend. Alex Meissner schreibt Stream offline und hat mich Jochen geblockt. Also ich habe niemanden geblockt. Na gut. Niemand, der sich normal benimmt, sagen wir so. Ich plädiere immer dafür, in den 10-Sekunden-Chart zu gehen. Menschen denken nicht in 4-Stunden-Intervallen.
sondern in kleineren Zeitebenen. Jetzt ist das Problem, dass wir hier die Historie nicht so lange haben im 10-Sekunden-Chart, um zu sehen, was hier wirklich passiert ist. Das 1, 2, 3 kann man eben besser erkennen im 30-Sekunden-Chart oder im 10-Sekunden-Chart. Jedenfalls dieses Hoch zeigt sich auch dann dadurch durch das Verhalten bei den Rückläufen. Ja, hat hier ein 1, 2, 3 gemacht. Wichtig ist bei der 3, dass wir hier einen Impuls nach unten sehen, dass da was rauskommt. Ja, wenn der hier eine Kerze drunter geht und die nächste gleich wieder hoch, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig, ja, auch wenn es so aussieht. Dann nächster Punkt, der gepasst hat, ist der Punkt B, getestet. Sofort kommt wieder was Bärisches raus. Ja, dann testet er, dann ist die Attacke, die hier noch, ja, an der Stelle ist es halt, hat schon funktioniert, bis 61,8 nach unten, ja. Und dann kommt ein Stop-Run. Und der Stop-Run endet genau dort, wo er enden soll, nämlich am Punkt B. Dann wieder zurück auf Los. Das hier ist dann quasi der Fehlausbruch hier drüber. Und dann nochmal der Test von der Ausbruchsmarke, wo das Verkaufssignal am Anfang reinkam. Dann wieder, kommt wieder eine Bewegung raus. Ja, also endet nicht hier irgendwo, jetzt kommt ein neuer Stop-Run, sondern endet dort. Und das hier ist dann eben... Die ist eine Einladung halt schon, ja. Muss ich natürlich an der Stelle probieren. Kann ja auch sein, dass er hier drüber läuft, ja. Das war gestern bei der CVS, war das so. Die haben schwache Zahlen gemeldet, so ein Pharma-Ding. Und da kam an der Stelle immer wieder ein Stop-Run, immer wieder, ja. Und sowas kannst halt auch reingeraten, aber bei Apple, die war gestern lieb sozusagen und man muss es probieren. Also Limit-Sell-Order. Dann an der Stelle, wo man das alles hier beobachtet hat und diese Geschichte gelesen hat, die Aktie erzählt hat, Short und Stop hier knapp drüber. Und dann wird man eingestoppt, entweder funktioniert es und wird sofort wieder ausgestoppt. Man hat also unmittelbares Feedback vom Markt. Und da hat es halt gepasst. Und das ist die Überlegung, die da dahinter steht. Gestern war das Ganze auch möglich. Bei Candy Technologies, das ist ja das Unternehmen, das ich hier heute Morgen auch bei CMC Espresso besprochen habe. Und Candy Technologies, auch wieder hier die lange Kerze, das ist ein Gap gewesen, aber auch Candy Technologies, auch hier wieder der erste Impuls gemessen. Und wenn ich hier bei Werte dann noch die drei Minus... 23,6 des 23,6er hier noch einblende, dann hier wieder die gleiche Geschichte. Ja, also ein 1, 2, 3, dann Test von dem 23,6er Fibo Retracement, ja, was bei bullischen Wellen eben das Mindestretracement ist. Dann Lauf, es kam also was raus und dann, was macht er dann hier? Das ist quasi der Apple Entry hier gewesen. Also auch wieder gleiche Geschichte, Entry, knapp über dem Hoch und Stopp unter das Hoch. Ja, und dann Ziel 61,8er, 100er und möglicherweise mehr, da muss man halt dann mit Teilgewinnmitnahmen arbeiten. Also die Logik, ja, was ich hier beim DAX mache, ist auch hier möglich, nur ist natürlich bei so kleinen Werten, wenn ich dann hier ins 61,8er denke, sind halt 7%. Ja. Wenn ich mir überlege, wenn ich 7% vom DAX haben möchte, 4, 4, 5 durch 100 mal 7, dann wäre das eine 800-Punkte-Rallye im DAX. Und das passiert dort halt in 20 Minuten. So, 4, 4, 8, da müssen wir drüber, 4, 4, 8, 89, Schlusskurs drüber, aktiviert ein 1, 2, 3 Trendwendemuster. Übrigens für die Candy Technologies, das ist ja mit dem CFD ziemlich komfortabel, die hat gestern noch einmal dann abends zurückgesetzt auf das 23,6er, ja,
und hat das dann wieder reaktiviert. Also wieder, hat wieder ein neues Kaufsignal gebracht. Wird also spannend sein, heute bei Eröffnung die Aktie dann zu beobachten. 1, 2, 3 tief bei Kandi Technologies. Den Chart dazu finden Sie jetzt auch im Chartforum. Und da einfach mal gucken, wie die sich heute verhält. Im Grunde für mich ist alles Charts. Muss natürlich aufpassen. Ich kann hier nicht die gleiche Positionsgröße nehmen wie beim DAX. Weil natürlich hier die Bewegung viel stärker ist. Also immer in Punkten denken, da ist man eigentlich ganz gut aufgehoben. Also wenn ich 10 Cent Stopp habe, bei 1000 Aktien kostet mich 100 Euro. So würde ich das anpacken. Zum Beispiel als exemplarisch. WTI gestern auch recht spannend. Na, falsch. So ist richtig. Ich hatte gestern ins Chartforum, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja, ist egal. Hatte ich reingestellt, dieses A, B, C. Das hat man hier aktiviert. Sind hier runter aufs 61,8 und dann gab es hier Eindeckungen, beziehungsweise einen kleinen Squeeze. Und bisher verläuft dieser Anstieg bullisch, denn im Stundenchart, nehmen wir das alte 1, 2, 3 raus, im Stundenchart wurde es nämlich hier abgelehnt, dass er unter die 56,67 geht. Einmal, zweimal abgelehnt. Und solange wir hier keinen Schlusskurs drunter haben und da was rauskommt, ja, nach unten, ohne das durchaus die Möglichkeit, dass wir eben die 57,20 challengen und dann nach oben weiterlaufen. Also hier mal drauf achten, ob hier ein 1, 2, 3 entsteht. Wenn ja, ja, könnte man den ganzen Weg nochmal runtergehen und einen Großteil von dieser Bewegung nochmal korrigieren. S&P hier, no love bisher. Für die Bullen, für die Bären ist es ganz nett. Läuft ja seitwärts ohne irgendwas Bullisches. Hier die Position, Short-Position der Bären herauszufordern. Vor 5 Minuten kam auch der Einkaufsmanager-Index für Deutschland. 47,6 gemeldet, erwartet. Deutlich mehr, 49,7. Also deutsche herstellende Industrie im Februar deutlich schwächer als die französische. Preet von der EZB, Ratsmitglied, sagt, Verbraucherpreisindex im Servicesbereich und Dienstleistungsbereich weit schwächer als das, was sie erwartet haben. Inflation zu gering. Zinswende nicht möglich, wenn Inflationsziele, das ist das Mandatsziel der EZB, wenn sie ihre Ziele nicht erreicht, dann muss sie weiter den Markt mit billigem Geld versorgen. So, Huckleberry Finn hat gleich noch ganz viele Fragen gestellt, oder noch eine. Dass ich das 10-Sekunden-Charts wird die Sache klarer im vorigen Beispiel. M1 bin ich zu 6 und größer und Top 1, 2, 3 ausgefibo-Ansatz nicht verstanden. Okay, gut. Also immer ruhig in kleinere Zeitebenen gehen, um die Struktur vom Markt zu erfassen. Umso größer ich den Impuls wähle, desto mehr Chaos und Unsicherheit und desto stressiger wird das dann auch. Ist klar, wenn ich einen Impuls habe, der 7 Dollar groß ist und die Aktie schwankt an einem Tag nur 3 Dollar, dann habe ich halt unter Umständen eine längere Wartezeit, bis da Ziele erreicht werden. Wenn es der Markt vielleicht dann dazwischen, kann das sein, dass es einfach vergessen hat, dass da irgendein Impuls mal war, weil sich irgendwas anderes dazwischen aufgebaut hat. Wenn der Impuls nur 20 Cent ist, aber alles ansonsten sauber,
und die Aktie schwankt um 3, 4 Dollar, dann kann es sein, dass ich mit dem 20-Cent-Impuls eben genau die Welle 1 der 1 der 1 getroffen habe, um in Elliott-Wellenbegriffen zu sprechen. Ich werde künftig über Insights, über das Modul Insights, das finden Sie über Marktpuls und dann Insights, die Aktien, die ich spannend finde, für jeden anstehenden US-Handelstag dort auch vorstellen. Das war hier auch schon, habe ich das gemacht, zu Intercept Pharmaceuticals, 23% vorbörslich gestiegen sind. Walmart war auch spannend, eine spannende Geschichte. Aktie steigt zwar nur um 4%, aber wir wollen und brauchen nicht unbedingt Aktien, die 100-200% steigen, sondern wir brauchen Berechenbarkeit. Also achte ich bei den Aktien, die ich da vorstelle, immer auf die Liquidität. Also ganz, ganz wichtig, es muss Liquidität dahinter sein. Es bringt mir nichts, wenn die nicht liquide handelbar sind. Die Aktien werde ich hier immer vorstellen. Ich werde auch noch etwas zu diesem E-Auto-Thema heute hier in Insights veröffentlicht, noch weitere Details zur Kandi Technologies, finde ich nach wie vor spannend, eben charttechnisch wie eben auch aufgrund der Tatsache, dass die gestern eben die Zulassung bekommen haben für den Verkauf von 2 Elektroautos auf dem US-amerikanischen Markt und werde hier immer eben die Aktien, die gerade so Liquidität haben und die gerade in Play sind, hier in Insights vorstellen und werde dazu auch eine Push-Notification an sich schicken. Wichtig ist, dass Sie hier unten links dann in Insights auf das Glockensymbol, auf die Benachrichtigungseinstellungen klicken und dann hier die Haken setzen bei Volatilitätsalarme oder Eilmeldungen. Über die einen der beiden Kanäle schicke ich das raus. Und dann können Sie eben wählen innerhalb der Plattform, Sie informiert werden, Ton innerhalb der Plattform, Push-Notification auf Ihre App von Ihrem Smartphone oder von einem Pad. Wir haben hier Apps für iOS und Android-Endgeräte oder E-Mail und SMS. Also das neue Service von mir für alle Kunden, die ein Konto haben bei uns. Da ich mich selbst auch immer vorbereite auf den US Handel, da ich denn selbst auch handle, kann ich euch alle auch einfach auf dem Laufenden halten, was so läuft und spannend ist. Und das werde ich tun über Marktpuls und Insights. Jo, also bisher, bis auf diesen kleinen Squeeze, nichts Dramatisches passiert für die Bären, die hier auf die Short-Richtung setzen. Jetzt geht es darum, kommt ein tieferes Tief, ja, nein. Wenn ja, dann 406 nochmal möglich. Retest von dem 1.618er Extension aus dem 1.23 von Anfang Januar aus dem Tageschart. Brigitte Fischer, vielen Dank für das Feedback im Chat. Dankeschön.
Na, danke für das Feedback, Alex Meissner. Glaube ich, für viele auch schwierig, an diese US-Aktien zu kommen, außer man hat eben ein Depot bei einem US-Broker, der einen direkten Zugriff gibt auf US-Aktien. Und etwas, was eben bei CMC Markets so ein bisschen auch angeboten wird, aber was wir hier auf CMC TV eigentlich gar nicht gecovert haben bisher, sind Einzelaktien. Man kann direkt Zugriff bekommen auf die US-Aktien. Und zwar 3.750 davon. Also da ist immer irgendwas dabei. Spannende Geschichte. Man hat also mit dem CFD direkt auch Zugriff jetzt auf Candy Technologies. Wenn ich da jetzt dann nochmal drauf gehe über die Produktübersicht, kann ich alle Details dann auch rausfinden. Ich habe also 2 Cent pro Aktie an Kommission, die ich bezahlen muss. $10 Minimum ist das dann. Wenn ich intraday handle, also vor 23 Uhr, also vor Börsenschluss wieder verkaufe, dann habe ich auch keine Haltekosten. Handelszeiten 15:30 bis 22 Uhr. Genau. Was wollte ich dazu jetzt sagen? Ja, das war eigentlich alles. Mario Hammer schreibt, leite ich weiter an den Freunden und Aktienhandel, das soll sich mal anmelden. Dankeschön. Also ich meine, ich habe auch selbst einige News Services, Research-Geschichten, die ich beobachte, aus denen ich auch meine Infos ziehe und das, was mich dann am meisten interessiert für den Tag, werde ich dann eben teilen über Insights. Sofia 22, DAX neues tieferes Tief. S&P auch. Gab auch bisher, und das macht dann wirklich den Tag bisher auch wirklich einfach, kein Signal, dass uns irgendwo geartet in den Boden angezeigt hätte. Wir haben kein 1, 2, 3. Wir haben zwar die Versuche, aber Versuch allein zählt an der Börse überhaupt nichts. Versuch. Das zu aktivieren, wird halt abgelehnt. Ja. Und dann kann ich natürlich auch sagen, okay, wenn ich schon hier bin, zur Erweiterung dessen, was ich tue, kann ich auch, da ich auf der rechten Seite eben sehe, wo der S&P, der Krebs da so rum, dann kann ich auch sagen, okay, ich gehe davon aus, dass es nicht aktiviert wird. Und das kann dann eine Strategie sein. Also eine Strategie kann sein, ich warte, dass es aktiviert wird. Andere Strategie kann sein, wenn ich das sehe, ja, vom Flow, wie der Markt so ist, ich mich da reinfühlen kann und merke, okay, irgendwie die Faktoren stimmen nicht, dann kann ich auch dagegen setzen, dass es aktiviert wird. Und mein Stopp wäre dann die Aktivierung. Ja, kann auch eine Strategie sein. Oder man hat beide Strategien, in denen man geübt ist. Aber grundsätzlich mal die Empfehlung, wenn man da neu ist, mit Strategien zu arbeiten, wenn man da bisher nicht wirklich systematisch vorgegangen ist, dann lieber erst einmal ein paar Wochen lang, und ich spreche da nicht nur von dem Tag, und am nächsten Tag mache ich die nächste Strategie und 3 Tage später habe ich schon 4 neue Strategien auch noch gemacht. Nein, eine Strategie über Monate immer das Gleiche machen.
das Üben, bis man das ja, aus dem FF kann. Und wenn man das hat, dann kann man eine nächste machen. Also nicht jeden Tag was Neues machen, nicht jeden Tag eine neue Strategie, weil von der Wahrscheinlichkeit her ist es nicht die Strategie, die falsch ist, sondern man selbst als Trader ist in 90% der Fällen die Fehlerursache. Man kann erst sehen, ob was funktioniert oder nicht, nachdem man das auch eine Zeit lang gemacht hat. Trading ist halt am Ende vom Tag, geht es um das Gesetz der großen Zahl. Also ich kann würfeln und kann fünfmal nacheinander die 6 würfeln. Aber wenn ich 1000-mal würfel, nähere ich mich eben der Wahrscheinlichkeit des Systems Würfel an. Und zwar ziemlich perfekt. Das ist ja auch das, was man mit Beginners Luck dann dem Anfängerglück umschreibt. Man kann 5-mal würfeln, es kommt die 6, aber bei 1000-mal würfeln wird nicht immer die 6 kommen. Würden uns natürlich auch freuen, wenn Ihnen CMC TV gefällt, CMC Markets gefällt, wenn Sie uns cool finden, dass Sie uns bewerten, zum Beispiel auf BrokerDeal. Den Link dazu hat die liebe Kollegin gerade reingestellt. Vielen Dank dafür. Wenn Sie im Trader-Chat auf den Link klicken, dann gelangen Sie direkt zu der Bewertungsseite von BrokerDeal. Vielen Dank da schon dafür an der Stelle. Unchallenged. Alles 4,22. Bisher auch nicht wirklich drüber gesprungen. Kein Squeeze. Nichts, was für die Shorties bisher wirklich herausfordernd wäre. Wenn er über die 4,22 geht, dann wie bei Apple gestern auch wieder darauf achten. Er geht dann drüber, bleibt er dann drüber. Wenn er drunter geht wieder, dann brauchen wir einmal einen sauberen Test. Der saubere Test kann dann das Ende sein für tiefere Tiefs. Oder bleibt gleich beim sauberen Test und macht gleich tiefere Tiefs. Weiß man nicht. Ja, das ist jetzt nach meinem Dafürhalten, nach dem, was ich bisher gesagt habe, sind wir da jetzt irgendwo in between, also irgendwo zwischen den Stühlen, wo der Markt jetzt gerade ist. Kann man relativ wenig sagen. Sind hier von der Oberseite Shorties im Markt, die einfach warten, dass es tiefere Tiefs gibt oder dass sie auf irgendeine Art und Weise unter Druck gesetzt werden. Und die warten halt einfach. Und die sind im Vorteil, technisch gesehen. Und da sie im Vorteil sind und nicht herausgefordert werden, sitzen die einfach in ihren Positionen und drehen überhaupt nichts. Das heißt, es gibt keine Eindeckung. Mögliche Punkte, wo es Eindeckung geben könnte, wäre, wenn wir jetzt eben über die 422 gehen würden, würde ein 1, 2, 3 entstehen, aber eben durch den S&P nicht wirklich da bestätigt. Der S&P macht nämlich gerade mal gar nichts.
Insofern ist das jetzt ein Prozess, wo, wenn man jetzt mal dran denkt, wenn man jetzt eine Leerverkaufsposition hat, man hat die vor einer halben, dreiviertel Stunde eröffnet, hat jetzt schon Teilgewinne und hat irgendwo einen Stopp gesetzt für die Restposition und wartet jetzt einfach. Bis hier irgendwas Bedeutsames ergibt. Mögliche Eindeckungspunkte könnten eben die 406 sein und die 399, 392. Wo also ganz direkte Take-Profit-Orders liegen könnten. Jener, die weiter oben eben short gegangen sind. Mario Wichler schreibt, warum weiß Jochen genau, was ich mache? Baumfisch schreibt, witzig, Jochen erklärt genau das, was ich mache. Bin short und chille. Ja. Heute könnt ihr auch chillen, weil nichts Störendes sich entwickelt. So, es geht weiter, Nunna. Luna Rausch sagt DAX runter bis 3,69. Thomas Lomax sagt SPX Ziel 7,73. Bin gespannt, wie sich das ausgehen wird. Ich klicke mich an der Stelle wieder aus. Im Tagesverlauf weitere Infos zu dem Thema E-Autos. Denken Sie an die Hotstocks-Geschichte, werde ich heute auch wieder ein Update rausschicken, was gespielt wird an der Wall Street im US-Handel, was da spannend sein wird. In dem Sinne, good trades, viel Erfolg. Machen Sie es gut. Bis später auf Insights und bis morgen dann auf CMC TV. Ciao. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.